Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder ein paar Foot Champions Packs, und zwar die Packs von Ideals. Ihr kennt ihn, danke auf jeden Fall nochmal an dich. Ich packe euch den Link zu seiner Facebook-Seite natürlich direkt in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken, ist E-Sportler bei Schalke. Und ja, der Typ hat's drauf, Mann. Top 100 hat er gepackt. Wir schauen mal, wir kriegen also ein 11 Inform-Pack. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz vorher das Team of the Week an. Ihr kennt es mittlerweile, es gibt heftige Spieler zu ziehen. Unter anderem, glaube ich, 5 Walkouts. Also die Chance, ja, dass man Walkout zieht, ist eigentlich relativ hoch, muss ich sagen. Isco, Di Maria, De Bruyne, Carrasco und Sokratis, glaube ich, auch Walkouts. Und bei Leno weiß ich nicht. Leno weiß ich nicht, ob Leno auch ein Walkout ist. Könnte allerdings auch sein. Genauso wie bei Kompany. Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube Kompany nicht. Aber der Rest sollte auf jeden Fall Walkout sein. Ich denke mal, der wertvollste wird De Bruyne sein. Di Maria ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was wert. Naja, okay, wenn man das natürlich mit dem Team of the Week von letzter Woche vergleicht, war es natürlich nicht ganz so heftig diese Woche. Aber wir holen uns mal kurz die Belohnung ab. Waren auf jeden Fall geile Sachen dabei. Lasst natürlich, wie immer, ihr wisst es, ein Like und ein Abo da. Wenn ihr das Ganze wieder öfter sehen wollt, dann hau ich euch das nächste Woche natürlich auch direkt wieder raus, die Packs. Und ja, ihr seht es, er ist 51. geworden. Nicht schlecht, kann man auf jeden Fall mal machen. Ist heftig eigentlich, ist ganz gut. Ich glaube, besser wäre es nur noch gegangen mit 400k-Packs, 300k-Packs, ist aber auch schon stabil. Ich hoffe mal, wir können vielleicht sogar schon in den 100k-Packs irgendwas Gutes ziehen. So Leute, los geht es. Wir starten natürlich mit den 100k-Packs. Danach gibt es natürlich dann das 11-Inform-Pack. Und ja, komm, wir schauen mal. Alter, ich will ganz ehrlich, ich wäre zufrieden, wenn wir aus diesen 300k-Packs eine Walkout ziehen. Das wäre in Ordnung, Mann. Das wäre absolut gut. Wir schauen mal, ob das Ganze klappt. Wir fangen an mit dem ersten Pack. 3, 2, 1, let's go. Come on. Komm, Walkout, Walkout, Walkout. Direkt im ersten Pack. Es war kein Walkout. Aber es sind 3 84er Plus Spieler. Ist okay. Oh mein Gott, Carvajal. Den ziehe ich eigentlich so gut wie zu 90% in den 100k-Packs. Wenn es ein 84er Plus wird, ist es Carvajal. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das ständig der. Wir schauen mal. Wer noch am Start war, also für ein 100k-Pack. Ja, ihr seht es, 3 84er. Dann noch ein paar 83er. Spieler sind okay, aber für ein 100k-Pack. Naja, geht das Ganze auch, würde ich einfach mal sagen, besser. Wir packen alles mal hier auf die Transferliste und den Rest. Ja, stoßen wir einfach ab. Die sind alle, glaube ich, nicht mehr viel wert. Hauen wir einfach weg. Und dann kommen wir zum zweiten 100k-Pack. Ich würde sagen, komm, wir machen mal ein Nosepack, Leute. Wir machen mal ein Nosepack. Mal gucken, ob die Nase wieder Packlack bringt, Digga. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Komm mal, Walkout mit der Nase. Wieder kein Walkout. Und wieder kein Inform. Es ist aber wenigstens wieder ein 84er Plus Arda Turan. Naja, okay, also auch dies. Ich glaube, da war dieses 100k-Pack sogar noch schlechter als eben, weil hier ist nur ein 84er drin, sofern ich das hier richtig erkannt habe an den Sternschnuppen. Schon wieder Slimani, what? Digga, das gibt es nicht, okay. Das Pack, warum ehrlich zu sein, noch schlechter als das Pack gerade eben. Shine nehmen wir auch mit. Und ja, den Rest, die ganzen Spieler mit einem Rating von unter 80 können wir eigentlich abstoßen. Wir schauen mal, was hier hinten noch für Duplikate sind. Aber die sind auch alle broke, Mann. Was war das wieder für ein 100k-Pack? Stoßen wir alles direkt ab und kommen dann zum letzten der 100k-Packs. Und ich hoffe mal, das wird jetzt einfach besser. Aber ich sag's euch richtig oft, meistens ist es so, wenn die 100k-Packs bei mir schlechter sind, sind dann meistens die 11 Inform-Packs oder die 3 Inform-Packs besser. Ich hoffe mal, so ist es heute auch. Wir hauen das letzte 100k-Pack raus. Let's go, come on, bitte nochmal ein Walkout. Komm, 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 komm. Ey, Digga, kein Walkout. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Scheiße. Digga, was mache ich jetzt? Okay, Ideals hat sich gerade angemeldet. Dein fucking Ernst? Ich muss doch noch das Pack öffnen. Okay, da öffnet sich das Pack. Genau in dem Moment. What the fuck? Was geht denn jetzt hier ab, Mann? Jetzt, oh mein Gott, aber ihr habt es gesehen. Es war nur Williams oder so. Genau in dem Moment meldet sich Lukas bzw. Ideals hier auf seinem Account an. Aber was? Warum bin ich jetzt aufs Ultimate Team rausgeflogen? Das check ich nicht. Aber ist egal, das 100k-Pack war eh broke, Mann. Wäre es jetzt ein Walkout gewesen, Digga. Da wäre ich aber ausgerastet, weil dann hätten wir den Walkout verpasst, aber so. Naja, war es eigentlich egal. Wir schauen mal kurz. Ich glaube, der beste Spieler, habt ihr ja kurz gesehen, war Williams. Naja, also war das Pack eigentlich auch wieder komplett scheiße, Mann. Was sind das für 300k-Packs bislang gewesen? Die waren ja absolut kacke. Nicht mal, oh mein Gott. Es war nicht mal, ja, Miralas, der könnte vielleicht noch ein bisschen was wert sein. Es war nicht mal ein Inform oder so dabei. Gar nichts. Walkout kann man ja nicht immer erwarten, das ist klar, aber ja, ein Inform oder so
wäre schon drin gewesen, würde ich sagen. So, Rest stoßen wir ab. Dann kommen wir jetzt aber zum 11-Info-Pack. Und ich hoffe mal, er meldet sich jetzt nicht, währenddessen wir das Pack öffnen, an. Wir schauen mal, weil das Pack muss jetzt heftig werden. Okay, bitte, lass es verdammt nochmal irgendein Walkout. Irgendein Walkout muss es eigentlich werden, Leute. Okay, ich lasse es die Nase machen, Leute. Die Nase des Packlucks wird jetzt hier hoffentlich irgendwie was Heftiges raushauen. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1, come on, let's go. Bitte Walkout, bitte Walkout, bitte Walkout, come on. Ja, Walkout. Okay, das war aber auch zu erwarten. Es ist ein Walkout. Jetzt ist nur die Frage, wer es wird. Es ist die Spanienflagge. Isco. Den habe ich letztens auch schon mal gezogen. Das gibt es doch nicht. Den habe ich letztens schon im 3-Info-Pack gezogen. Okay, 90er Isco ist so um die 200.000 wert, glaube ich. Das weiß ich noch. Aber das Ding ist, ist nicht schlecht. Okay, es wäre besser irgendwie De Bruyne oder Di Maria. Aber geht klar, Mann. Geht klar. Ich hoffe mal, es ist irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht ein anderer Walkout drin. Weil es gibt ja noch Sokratis mit dem 88er Rating, Carrasco auch mit dem 88er Rating. Könnte sein. Wir schauen mal. 3, 2, 1. Let's go. Bitte, bitte, bitte. Come on, noch irgendwie. Ein anderer Walkout. So, Leno. Sokratis kommt für die auch noch. Junge, das Pack war nicht schlecht. Okay, ich glaube, Sokratis ist auch Walkout. Bei Leno weiß ich es nicht. Das heißt, hier in diesem Pack waren vielleicht 2 bis 3 Walkouts. Ey, Leno hat heftige Werte. Wir schauen mal ganz kurz. 250.000 Price Range. Naja, 70k. Wir schauen mal kurz Isco, aber der müsste, glaube ich, so um die 200k wert sein. Ja, ihr seht hier, 200k. Also, bislang sind wir so bei knapp 300k. Schauen wir mal, Sokratis. Wie viel der wert ist? 250.000. Ja, auch knapp 100k. Sind wir so bei 400.000. Dieser Tauvin, ich weiß es nicht. 130.000, der wird nicht so viel wert sein. Obwohl, geht. 50.000. Und Company. Company könnte, denke ich mal, auch noch ein bisschen wert sein. Come on, Company. 400.000 Price Range. What? 150.000? Okay, dieser Herrera hier ist auch nochmal knapp seine 50, 60, 70, ich glaube sogar mehr wert. Wir schauen mal kurz. Ja, 80.000. Also das Pack war jetzt ungefähr, sagen wir es mal so, 6 bis 700.000 Münzen wert. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, Alter. Nicht schlecht. Isco, Leno, Sokratis. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob alle drei Walkouts sind. Bei Sokratis glaube ich schon, bei Leno weiß ich es nicht, weil es da natürlich auch gute andere Torhüter geht. Aber könnte sein, dass das hier drei Walkouts in einem Pack war. Nicht schlecht, Mann. Naja, okay, wir packen ihm natürlich alles auf die Transferliste. Also, ja, ich bin zufrieden mit dem Pack. Ich bin zufrieden. Geht vielleicht noch ein bisschen besser mit De Bruyne oder Di Maria. Ich weiß es nicht. Ihr wolltet ja auch mal sein Team sehen. Das zeige ich euch hier nochmal. Das ist sein Team. Oh Mann, Alter, das sieht heftig aus. Ihr seht es, BPL und La Liga Mix. Er hatte immer Ronaldo, hat er gesagt, aber er hat gesagt, er spielt dann nur über Ronaldo und da kam er dann nicht so klar. Deswegen hat er hier ein bisschen jetzt BPL eingebaut. Mané ist absolut heftig. Dann natürlich Hazard, der ist auch krank. Und der 83er Kanté. Der Typ ist eh der beste zentrale Mittelfeldspieler im gesamten Spiel. Ich kenne keinen Typen, der so heftig ist wie der. Suarez Wobbling Challenge auf der Bank. Also ihr seht es, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, Leute, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal hier mit diesem Pack. Ich hoffe mal, das Ganze läuft gut. Ich hoffe mal, wir ziehen Walkout. Es gibt richtig viele Walkouts, die man eigentlich bekommen könnte, rein theoretisch. Ich hoffe mal, das Ganze klappt auch. Okay, Leute, seid ihr ready? Garantiert ein Team of the Group Stage Spieler und den kann man sogar verkaufen. Das ist das Geile. Okay, bitte Walkout. Okay, come on. 3, 2, 1, let's go. Bitte Walkout, bitte Walkout, bitte Walkout. Es wird kein Walkout. Oh mein Gott, kein Walkout. Rechtsverteidiger. Mayo. Alter, dein Ernst? 85er Mayo. Oh mein Gott, hat er eigentlich stabile Werte? Hätte er schießen auch noch auf 80, würde das schon heftig aussehen, aber so. Oh mein Gott, Alter. Wir schauen mal, der Typ wird gar... 50.000 Price. Oh mein... Oh, 40.000. Läuft, Digga. 40.000. Heftig. Absolut heftig. Kommt auf die Transferliste. Naja, das geht auf jeden Fall besser. So, Mann, ich habe keine Ahnung, wie viele Packs ich jetzt schon von diesen Team of the Tournament Packs hier geöffnet habe, seitdem es diese Squabbling Challenge gibt. Aber es waren bestimmt einige. Wir schauen mal, wie die Packs heute werden. Erstes Pack, Nose Pack, let's go. Come on, Walkout. Nein, kein Walkout. Im ersten Pack, mal schauen, wer es wird. ZOM Spanien. Oh mein Gott, von Genk Pozuelo. Digga, 68 Tempo. Den habe ich jetzt auch mittlerweile schon, glaube ich. Ja, 3, 4, 5, 6, 18, 30.000 Mal gezogen oder so. Keine Ahnung. Okay, 2 Packs haben wir noch. Komm, ein Walkout aus 3 Packs. Muss doch möglich sein. Wieder kein Walkout. Grüße gehen raus an dieses
Pack, ey. Ne. Digga, das ist nicht dein scheiß Ernst. Schon wieder der zweimal hintereinander. Ich heule gleich. Ich heul echt gleich. Jetzt von mir aus noch ein drittes Mal. Komm, noch ein drittes Mal. Kein Walkout. Komm, nochmal. ZOM. Spanien. Pozuelo. Nein, Mann. Geil. Es ist ein anderer. Den Donka habe ich auch schon 20 Mal gezogen. 86er Den Donka. Wofür mache ich die Packs noch? Ich glaube, ich sollte es einfach lassen, weil irgendwie diese Packs bringen komplett nix. Gar nix.